So, neue Folge wieder bei den Whisky Toasts. Heute mal eine kleine Special-Folge. Wir haben gerade Anfang April, sag ich schon, Anfang März. Und ich mache endlich mal meine Top 10 des Jahres. Genau. Viel zu spät, aber Nachträglich des Jahres 2023. 2023 von mir, wohlgemerkt. Marc ist ja gerade erst angefangen, der hört sich das gerade so ein bisschen mit an. Ich rieche ein bisschen mit drin, oder? Ich gebe dir gleich einen Whisky, den du mitriechen kannst, einen ganz besonderen. Falls ich den gleich ziehe, dann, ich hätte mir hier schon eingekippt. Ich habe dazu noch keine Worte gegenüber Marc verloren. Ich bin ja einfach nochmal auf deine Reaktion gespannt. Und ich teile dir jetzt meine Top 10 des Jahres. Kleiner Disclaimer vorneweg, das sind nicht alles meine Abfüllungen jetzt, die ich hier habe, sondern auch von meinen Kumpels, mit denen ich so einen Whisky-Stammtisch habe, sprich mit denen ich immer regelmäßig so Whisky trinke. Und das Okay. sind quasi Whiskys, die ich alle mehrmals verkostet habe, wo ich wirklich der Meinung bin, jo, die haben es in der Top 10 des Jahres geschafft. Und also jetzt kein Sample oder so, ne? Wenn ich Samples damit reinnehmen würde, wären die ganz andere Whisky da hier auf dem Tisch. Es geht hier wirklich um Großflaschen, die wir mal gekauft haben bei mir im privaten Kreis vom Whisky-Stammtisch, wo ich wirklich jetzt über Monate hinweg meine Meinung drüber bilden konnte. So, ne? Dann fangen wir an, holen wir den ersten Genau. raus. Wo soll ich hier den Und ersten noch rausholen? genau, es gibt keine Top 10, also keine Platzierung, sondern einfach nur die 10 besten Whiskys. Es hat auch nichts mit PLV-mäßig zu tun, es gibt keine Überraschung oder so. Ist der Douglas Lang's Big Peat Islay Blended Malt Scotch Whisky. Genau, kam vor kurzem sogar ein Review zu raus auf dem Kanal bei uns, könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Marc hat ihn richtig hart abgefeiert, ich mag ihn sowieso als kleiner Big Pete Fanboy. Ist die Fash Isle 223 Festivalabfüllung, ein Big Pete mit 48 Volumenprozenten abgefüllt und gefinisht in Rotweinfass. Der erste Big Pete mit dem Rotwein, absoluter Banger. Der zweite ist der Bowmore Established 1779 Islay Single Malt Scotch Whisky Vault Edition. Genau, das ist vom Bowmore die Vault Edition Series, wo am Anfang gesagt wurde, es kommen 4 Flaschen raus. Es sind bislang in den letzten paar Jahren nur 2 rausgekommen. Und das hier ist die, ja, First Release Edition, die nach Sea Salt, also Seesalz, schmecken soll. Salz kann man eigentlich nicht schmecken bei der Whisky-Reifung. Also Salz vom Meer kann nicht in Whisky gelangen. Das geht nicht. Aber er schmeckt trotzdem salzig. Das hat wirklich funktioniert. Ich fand ihn mega geil. Er hat 51,5%. Quasi eine gehobene Trinkstärke, keine Fassstärke. Habe ich auch vom Kumpel die Flasche. Hat uns, ich bin auch ein kleiner Bowmore-Fan. Hat uns total weggehauen, die Flasche. Die war mega gut. Dritte Flasche ist der Ben Romig, Gibt bestimmt ein paar Leute, die das aussprechen. Ben Romach sagen viele. Ben Ben Romach, Romek geht auch. Speyside, Single Malt Scotch Whisky, 15-Jähriger. Genau, ein absoluter Standard. Gibt's überall. Überall erhältlich. War ich vor 4 Monaten noch vor Ort. Hab ein super Tasting-Erlebnis gehabt. Zwar keine Destillerietour, aber super nette Leute da vor Ort. Der Ben Romach 15, absoluter Eckpfeiler von all den Standards. Hat gerade mal 43 Volumenprozente, aber paart sich wunderschön, der Rauch mit dem Sherry. Ging auch bei all den Leuten aus dem Whisky-Stammtisch, war der super beliebt, der hat auch mehrere Blind Tastings bei uns gewonnen. Also wirklich ein Standard, wie ich ihn selten gesehen habe. Super gut. Weiß zu sagen, das ist Single Malt Scotch. Ich erzähle mal was zu, ist ein bisschen komplizierter. Warte mal, was ist denn das? Es ist ein Genau. Glen Allachie Distillery, 10-Jähriger. Oh, was sehe ich da unten? 59,7%. Jo, ist eine Alter. Verstärke. Ja. Genau. Vom unabhängigen Abfüller des Single Malts of Scotland abgefüllt. Ein Glenallachie, 10 Jahre. Ich muss gerade mal selber ein bisschen gucken. In einem Sherry-Butt abgefüllt, 552 Flaschen. Ich sehe leider nicht, welche Flasche das hier ist. Egal. Am 15.04.2022 abgefüllt.
Das Ding habe ich mal in einem Live-Tasting online gesehen, wo er gewonnen hat, was mich richtig überrascht hat. Nämlich gegen ein paar andere richtige Banger, wo ich gedacht habe, wie kann der dagegen noch gewinnen? Den gab es für 60 Euro. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, keine Ahnung. Für 60 Euro online habe ich dem Kumpel den Tipp gegeben, denn er sammelt Glarnerie. Und hat sich den geholt. Von Elixier Distillers übrigens abgefüllt. Das Ding ist der absolute Oberhammer, sag ich nur. Falls ihr den noch irgendwo kriegen solltet. Also für 60 Euro ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe, vielleicht. Okay, Also wirklich, nicht ist schlecht. also Hammer. Oh, den kenne ich. Haben wir auch schon Review zu gemacht. Ja, das ist der Ledig. Legic. Ledig. Jetzt mal auch Ledig gesagt. Genau. Ledig, Single Malt Scotch Whisky. Ach, der 18-Jährige, genau. Rich Peat Cherry Cask Finish. Genau. Von der Isle of Mull, schöner rauchiger Ex-Bourbon. Auch ein Standard, wenn auch ziemlich teuer mit seinen 140 Euro aufwärts mittlerweile. Hat trotzdem gereicht. Also PLV wird hier nicht berücksichtigt, wie gesagt. Deswegen hat er es auch locker geschafft, weil vom Geschmack her gehört er definitiv mit rein. Auch wenn er trotzdem zu teuer ist letztendlich. 46,3%, alles Standard. Oh, jetzt kommt was ganz Besonderes, Ein glaube ich. Japaner. Nikka Coffee Grain Whisky aus Japan. Die machen auch Whiskys? Ja, klar. Krass. Okay, den habe ich jetzt Die mal. sind sogar gar nicht mal so schlechte Japaner mittlerweile. Genau, ein Nikka. Und zwar der Coffee Grain, nicht der Coffee Malt. Den Coffee Malt hatte ich noch Schmeier. nicht. Wahrscheinlich wird er bei mir auch locker reinpassen. Das ist wahrscheinlich die Überraschung des Jahres für mich überhaupt. Ich hab den mal geschenkt gekriegt, irgendwann zu Weihnachten. Es ist ein Grain Whisky aus Japan. Ich habe mir da gar nichts bei erwartet. Und der hat mich komplett umgehauen. Also diese Nase alleine, boah, so richtig Karamell. Sein Urgroßvater war der für mich. Ich würde ihn gerne einkippen, ich habe ihn leider schon lange leer. War mehr so am Anfang des Jahres, als er offen war. Aber der hat es wirklich jetzt bis Ende des Jahres, war da bei mir in Erinnerung. Top Whisky, richtig geil. Der hat auch nur 45%, glaube ich. Muss ich jetzt lügen. Man sieht es aus und nicht. Ja, wird 45% haben. Also mega geil. Ist auch so der Standard, erschwinglich. Also ich weiß Aus gar nicht, dem was der Herz, kostet. aus Japan. Aus Japan direkt, ne? Ja, nee, es gibt auch in jedem Online-Shop. Ah, Ist gibt's auch. überall verfügbar. Ist ein Okay, Standard. ist ein Standard, okay. Was kostet der? Ich glaube, es sind 45 Euro, 50 Euro vielleicht. Okay. Nächster Whisky ist der Islay. Islay Single Malt Scotch Whisky, Peated Islay Malt, Fassstärke. Genau. Spricht man aus Illyach. Ilja. Und zwar das Wort Illyach, damit sind die Bewohner der Insel Islay gemeint. Danach wurde er benannt. Unabhängig abgefüllt auch. Wieder eine totale Überraschung. Ich hatte mal so ein Blind Tasting, so ein rauchiges von Islay mitgemacht, wo der dann bei mir zumindest und auch beim Kumpel den ersten Platz abgeräumt hat. Daraufhin habe ich ihn auch gekauft. Kostet gerade mal so circa 30 Euro die Flasche. Echt ein Schnäppchen. Und es ist eine Fassstärke mit 58%. Komplett rauchig, Ex-Bourbon-Fass. Auch eine riesen Überraschung gewesen. War Sehr gut. traurig, als er leer war. Okay. Dann der Number 8. Number 8. Laphroaig Islay Single Malt Scotch Whisky 10-Jähriger. Auch den gibt es schon bei uns im Review. Auch eine Standardabfüllung. Kam dann irgendwann raus als Ersatz, kann man vielleicht sagen, für den Laphroaig Triple Wood. 48 Volumenprozente, 10 Jahre, wie man das von Laphroaig kennt. Sieht man mich noch. Ja, das Im Sherryfass gereift, Oloroso hauptsächlich. Mega geiles Teil. Ich habe mir auch Anfang des Jahres aufgemacht, zu Silvester, um genau zu sein. Ist einfach genau mein Geschmacksprofil, deswegen gehört er hier für mich definitiv rein. Number 9, The Glen Ellicky. Speyside Single Malt Scotch Whisky.
Genau, es ist eine besondere Abfüllung. Ich muss dir selber mal eben nachlesen, weil ein Kumpel von mir sammelt, wie gesagt, den Alachi, hat auch die verschiedenen Ach, Alachi. Abfüllungen. Manche sagen den Alachi, manche den Alachi. Nee. Ich war vor 4 Monaten auch vor Ort. Ich habe den gesamten Vormittag da verbracht. Selbst die haben unterschiedliche Aussprachen benutzt. Von dem her, passt das schon. Was wir jetzt hier haben, ist einer dieser Cuvée-Abfüllungen von Billy Walker, und zwar Sherry und Rioja Cuvée. 56,1 Volumenprozente. Ich fand mega geil. Einer der Cuvée verstärken. Macht man sowieso nichts mit falsch, meiner Meinung nach. Okay. Octomore. Oktomor. Octomore. Ach, da steht es anders. Octomore Islay Barley. 10,3. 61,3%. Das ist ja, das muss ja richtig krass. Was ist das denn? Genau, das ist, also Oktomor kommt jedes Jahr raus. 3 verschiedene Abfüllungen oder manchmal auch 4. Das ist der 10.3, ist quasi schon 2, 3 oder 4 Jährchen alt. Haben wir tatsächlich in einer Auktion geschossen, das Ganze. Wir haben hier 114 ppm. Also eine Oh, Phenoligkeit von richtig 114 viel. Teilchen auf die 1 Million hochgerechnet. Und ich habe das Marc schon mal erklärt, so ab Ja, 50 wird es richtig krass ja, rauchig. ja. Und bei Octomore sind wir wirklich am Ende angelangt. Ist das der Oktober? Ja, der hat jetzt schon viel Luft bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du ihn findest. Ich sage dir jetzt nicht zu. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Das ist, glaube ich, der rauchigste, den ich jemals gerochen habe, oder? Mutmaßlich. Ja, hier direkt in den, boah, hier direkt in der Nase. Ja. Da findest du ihn wirklich so krass rauchig? Uff. Also. Ja, ich finde den stark, ja, stark. Der ganze Alkohol ist direkt da reinge in die Nase reingeballert. Rauche ich auch? Rauche ich bisher. Also Es nur. ist der rauchigste Whisky eigentlich, den es gibt, Ja, aber eigentlich. in der Nase finde ich, ist nicht so. Geht, ne? Geht, ne? Ja, das ist manchmal so bei Oktomor. Aber der riecht einfach diesen Alkohol, der schießt direkt dadurch. Ja, gut, das sind 61,8%, ne, oder? Wie Ja, war's? was hast du gesagt? 61,3, ja, genau. Oh. Super heavily peated. Ja. Ist geil, ne? Okay, ich probieren. Darf ich noch probieren? Ja, gerne. Mach das. Ist übrigens 6 Jahre alt. Der riecht aber auch. Ich habe da auch eine Frucht. Ich habe eine fruchtige Note da sogar. Ich guck gerade, was für Fässer der Boah, gereift sehr, ist. sehr so, Be so Beerenfrüchte habe ich hier voll. Und der riecht frisch, aber der riecht voll, Aber da also. kannst du mal sehen, dass du als Whisky-Anfänger beim Octomore schon Früchte riechst, ist ja, was das Vorurteil betrifft, ist es eigentlich nicht möglich. Aber der ist gar nicht so rauchig, wie man Nee, denkt. ist er nicht. Ja, klar, der hat jetzt schon ein bisschen geatmet, der ist schon ein bisschen länger auf. Aber nichtsdestotrotz. Ich nehme einen Sippi. Genau, probier du mal. 114 ppm, wie gesagt. Es gibt noch rauchigere. Es gibt ja bis zu 200 ppm auch hoch. PPM auch hoch. Insgesamt hat es 24.000 Flaschen. Ich am Arsch. Der räumt auf, ne? Bruh. Boah. Ja. Boah, das ist nicht so gut, ey. Ja, das glaube ich. Hätte mich auch gewundert. Alter, Ja. Wir trinken ihn auch nur ganz selten, sondern also, auch eher Alkohol. gegen Ende des Abends, weil danach brauchst du keinen mehr trinken. Nee, das ist der Endgegner für mich bisher, glaube ich. Ist krass, ne? Hier steht da was von Aber. Iron Fist drauf. Das passt, glaube ich, ganz gut. Also. Oh, komplett Rauch. Oh. Jetzt habe ich einmal richtig in Aschenbecher gebissen. Oder in eine Zigarette gebissen. Ja, der ist rauchiger auch im Geschmack, im Abgang vor allem, ne? Aber Als in der cremig. Nase. Vom Gefühl her. Nicht wässrig, cremig. Oh, voll Rauch. Voll Rauch. Ach, aber nee, komm. Ja, ich fand mega geil. Im Oktober musste mit rein. Ältere Abfüllung. Kriegt diese auch nicht mehr auf dem Markt, wenn dann nur auf dem Sekundärmarkt. Ja, Schön, schöne das war eine Aussage. Top 10 des Jahres, ein bisschen verspätet, sorry dafür. Ich weiß, es gab schon so die ein oder andere Auswertung online von den Top 10 des Jahres. Ich bin halt zu spät dran. Ist wie es ist. Schön. Guck mal, was 2024 deine Lieblingswhiskys Genau, da sind werden. wir hoffentlich schneller dran. Ne? Alles klar. Gut. Schön. In dem Sinne. Hauen wir auch ab, ne? Ich
fahr zu Hause. Ja, ich gehe mit dem Hund jetzt raus. Alles klar. Der ist schon im Zombie hier. Ja, der muss bitten. Ich auch. Ich auch. Tschüss. Ja, tschüss.